Weißt du, dieses Selbstgespräch über die geistige Physik. Die Frage ist immer wieder, wenn du was machst, wie viel Geduld hast du, dich mit einer Kleinigkeit näher zusammenzusetzen? Kommen dir neue Gedanken dazu? Wir haben doch zum Beispiel gesprochen über den Schenkel und den Engel. Mhm, genau. Ist dir dabei der Henkel in den Sinn gekommen von unserer Tasse? Quintessenz. Wir reden noch laufend unsere 16 Perspektiven. Mhm. Der Zirkel hat zwei Schenkel. Davon ja. ist eine, der Stachel, der ist im Zentrum, der andere kreist um den im Zentrum herum. Das ja. ist immer wieder dieser Mittelpunkt. Da haben wir schon dieses Kreisen. K-R-I-S sehen. Ja. Ich sage immer, sag für das Sehen, schieb einfach das ein wenig länger, schieb ein Haar hinein. Jetzt mhm. ist natürlich, dass die Worte, wo ich immer sage, diese symbolischen 400 Seiten, dass zum Beispiel ich auch das Memim erkläre. Da steckt aber noch wesentlich mehr, die 16 Seiten von unserem Henkel, wenn du hast. Wir schauen uns mal das Wort Henkel einmal hebräisiert an. Ich tue mal schnell ein Bild übertragen. Mhm. Weißt du, wir haben immer zwei Möglichkeiten. Hast du das Bild von mir, also deins? Ja. Da hast du übrigens gerade was reingestellt gehabt. Halt, Entschuldigung. Das war das hier. Das Aufbrechen des Mundes. War das von dir? Nee, das Pezach mit der Acht. Ich habe das verkehrt gemacht. Pezach-Chat-Rama. Mhm. Also was das ich ja drauf... Bei mir. Ja, das, da, ich bin auf die 100... Jetzt ist auf, was ich darauf hingewiesen habe, ist ja ganz interessant, dass man hier einen kleinen Mund darstellt mit einem kleinen J, was ich immer sage, in der klassischen Kabbala ist das die kleine Zunge. Mhm. Die Zunge lasst schon als Wort geschrieben im Hebräischen, heißt jetzt erst einmal Sprache. Ja. Okay? Ja. Das sind übrigens die Maße der Arche. Ah. Das steht symbolisch hier, Zunge, Ausdruck, Sprache. Weil das ja nicht bloß hier sich auf eine Sprache bezieht, das kann man jetzt anschauen, das geht mir jetzt aber gar nicht drum. Wir haben also hier praktisch der Mund, hast du die Geburt immer einer Kollektion, wenn du ein Bild anschaust. Mhm. Dieses Bild, das du anschaust, eine Kollektion von unendlich vielen Facetten. Ja. In dem Moment, wo du ein Wort anschaust, ist das Wort als Ding an sich, solange du keine Vorstellung draus machst, auch eine Kollektion von unendlich vielen Facetten. Mhm. Stimmt oder stimmt? Das ja. heißt, also in dem Moment, wo ich den Mund aufmache, muss ich zuerst einmal das hinten mit der 70 mit dem Augenblick fokalisieren. Mhm. Wo ich erklärt habe, das hintere Öffnen vom Mund. Mhm. Also wenn wir ja. den Mund öffnen, ist es Aleph als Konsonant und die 70 als Konsonant, als lautloser Konsonant, kann ja auch auf und zu gehen. Dieses ja. A, E, I, O, U, wo ich angesprochen ja. habe. Ja. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt den Mund einmal wegschiebst und wir schauen uns bloß einmal diese Geburt einer Kollektion an, mhm. mir geht es nur, dass du das Prinzip verstehst. Ja. Jetzt ja. kriegst du eine Glut. Das heißt, die Welle wird zu einer aufgespannten Spiegelung oder zu einer mhm. aufgespannten Erscheinung. Ja. Der Geist, der Lut ist, Lut heißt in einer Hülle stecken. Das ist unser Lot. Mm. Siehst du? Mm. Eine Bedeckung. Der Schleier, die Verhüllung. Das ist aber Licht, ist aufgespannte Spiegelungen. Mm. Das Licht wird zu aufgespannten Spiegelungen, weil das erste Licht, die Lampe im Projektor, kannst du ja nicht sehen. Ja, genau. Das sind die vielen kleinen Lichter, sind aufgespannte Spiegelungen. Merkst du, dass in dieser Sprache dieses Bild im Hintergrund ist? Das, was in einer Bedeckung steckt, das ist der Adam. Ja. Der Adam aber ist im Pyramidenwert 111, ist eigentlich im tiefsten Innern, wenn ich denke und ausgedachtes, sehe wenig Körper, ich sage immer wieder denke und ausgedachtes, männlich und weiblich, ist genau mhm. genommen ja ein Geist. Ja. Das ist die alles. Okay? Ja. Da ist ein Schneckchen. Jetzt pass auf, jetzt will ich ganz kurz, ich erkläre das Memim. Wir machen es nicht zu lang. Bloß, da ist ein elementar göttliches Prinzip im Hintergrund. Darum ist es die geistige Physik, das ist ein Computerprogramm. Ich ja. erzähle jetzt nicht nochmal das, was ich schon erzählt habe, was das alles heißt. Wir können ja mhm. sagen, vom Meer oder zwei Mems. Ja, ja. Okay? Mhm. Der Witz ist, dass ich immer sage, wenn du zwei, das kommt übrigens hier, wenn du zwei Konsonanten hast, drei Konsonanten, kann sich mhm. dein Waff dazwischen setzen.
Das ist jetzt, wenn wir das nochmal symbolisch lesen, schauen, jetzt wird die Tabelle schön. Du hast Gott in der Mitte und du hast zwei Gestaltwährungen. Ja. Wir lesen jetzt das, in der Mitte lesen wir rot. Das ist das kleine, das Gotteskind. J, dein Licht, dein rotes Ich. Und in dir Göttlich. platzen immer zwei Wellen Berg und Wellen Dal auf. Okay? Jetzt ist es also so, dass wenn wir jetzt da ein Waff draus machen, du kannst natürlich jetzt den auch blau machen, dann hast du den Intellekt. Den Intellekt in der Mitte, der bei jeder Gedankenwelt zu einem Wellenberg und zu einem Wellendal wird. Du schaust aber als Intellekt immer nur in eine Richtung. Wenn ich ein Waff dazwischen mache, habe ich so oft gesagt, das Mom oder Mum. An was denkst du bei Mum? Thomas, denkst du da an was? Der Sekt. Genauso ist es. Raumzeit-Eckt. Ja, genau. Das ist Ist das. übrigens ein ballendes Getränk. Wenn du den Sekt dir jetzt im Glas vorstellst, als das Meer, kriegst du kleine Bällchen. Das sind Geistesfunken im Geist. Aber was jetzt wichtig ist, das ist ein Fehler. Jetzt haben Ja. wir hier in der Mitte das Waff rot geschrieben, vereinigt, verbunden. Und dann haben wir eine Plusgestaltwährung ausgedacht. Darum ist das Minus, das ausgedachte Plus trennst du ja von dem Plus ab. Und das ausgedachte Minus denkst du auch von dem Plus ab. Das habe ich so oft gesagt, sobald du dir These, Antithese ausdenkst, sind von dem Heiligen Geist, sind schon einmal, wenn ich sage, der Heilige Geist ist eine ausgedachte Synthese und aus dem Heiligen Geist entspringen definitiv Vater und Sohn. Gott Vater, Gott Sohn. Vom Heiligen Geist aus gesehen sind ja beide ausgedacht. Es sind Facetten vom Heiligen Geist. Das ist Ab und Ben. Habe ich so als eins war zwei und dann hast du eine polare Existenz, das ist der Sohn und der Sohn ist der Adam und der ist Seger wie die Körper. Ja, Und wenn du da das fällt jetzt mir gerade ein. aufzeichnest, wirst du feststellen, dass du in die Dialektik von Kant kommst, die wir uns jetzt ausdenken. Okay, was jetzt der Witz ist, dass du bei vielen Wörtern, wo du das Waff und das J austauschst, wir können das Waff natürlich hier auch blau machen, dann haben wir zwei aufgespannte Memem. Okay? Dasselbe Spiel hast du jetzt mit HWH. HWH heißt jetzt erst einmal die Gegenwart. Gag, immer dran denken. Ausgedacht, können wir auch die zwei roten G machen. Als 3-3 gelesen wird es dann 3er 30. Das ist dann die Welle. Das ist schlichtweg heißt es Unglück. Jetzt aber wichtig, das Un kann man rot und blau machen. Ist es ein verbundenes Sein als Welle oder ist es eine aufgespannte Existenz zu einer Welle wird? Gut. Und das ist schlichtweg und einfach das hebräische Wort für sei, seiend, sprich existieren, blau gelesen. Weil wir ja hier eine aufgespannte Welle haben. Da können wir jetzt natürlich auch hier, das bleibt immer wieder gleich. Schau, wir haben eine Vereinigung in der Mitte und zwei Wahrnehmungen. Du kannst natürlich auch aufspannen in die Wahrnehmung Plus und in die Wahrnehmung Minus. Das, was ich dir jetzt zeige, sind Perspektiven. Dasselbe Spiel, wenn wir HIH machen, ist es auch sein. Und da glitscht jetzt natürlich hier die hebräische, da heißt es meistens JHWH, heißt eigentlich als Vorsilbe, das J als Vorsilbe gelesen ist ja imperfekt, er oder es wird etwas sein. Darum habe ich gesagt, das Jahwe ist nur ein anderes Wort für Adam. Da ist ein Denker und der kriegt seine Informationen. Und ich sage immer wieder, die Informationen sind ein neuer Körper auf der höheren Ebene. Er wird zu einer Gegenwart, zu einem Unglück, zu einer aufgespannten Existenz, die eigentlich glücklich sein kann, dass sie was erleben darf. Es ist Und mit die einem Heilige. J dazwischen hast du jetzt dieses kleine Gotteskind in der Mitte seiner zwei Wahrnehmungen. Das ist jetzt die Nulllinie. Bist dabei? Aber da wir das natürlich auch zu einem Intellekt machen können, der unbewusst ist, kriegst du wieder immer wieder die vier Seiten. Das wird jetzt hier eintreten, geschehen. Sein, sich befinden, vorhanden sein. Du befindest dich als Intellekt, der ja eigentlich nur was ausgedacht ist. Als kleiner Gott befindest du dich immer wieder in der Nulllinie. Du kannst die nicht verlassen. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Okay? Schau, das ist jetzt diese Radix. Wenn du jetzt das siehst, kannst du in alles Mögliche reinstellen. Schau, wir machen mal dit, wir machen mal zwei Spiegelungen und stell den kleinen Gott zwischen zwei Spiegel rein. Jetzt kriegst du den Schlamm.
Ah, Das okay. Logische, der Logos des Lamms. Du kriegst jetzt hier einen Textentwurf. Schau mal, das sind zwei TT und die waren auseinandergeschmissen. X. Du kannst XT. natürlich dieses X auch als E-Quadrat X lesen, das ist das Chat. Und dann tauchen zwei Entwürfe. Und das Etwas ist End. konzipieren. Schau mal, Zip. Ja. Zusammengeschmissenes Zip. Ja, es ist nicht geworfen. Genauso ist es. Entwerfen. Das ist auch ein Straßendreck. SDR. AS. Scharfe Space App. Das Geheimnis, das Halt ist. aufblüht, wird zu einem generierten Eck. Ja. Ich mache jetzt nur, was dir ins Auge springen sollte. Da Ja. kann man natürlich ja Waff dazwischen schieben, da gibt es zwar kein hebräisches Wort, aber was jetzt wichtig ist, wir haben also das in vielen Sachen. Du kannst natürlich auch hier zum Beispiel, wenn ich jetzt statt den Waff, das Waff haben wir ja zwei, wenn wir das Waff machen, das ist ja verbinden und ist trennen. Immer daran denken, dass das B kann ja auch als W ausgesprochen werden. Machen wir mal HBH. Okay, komm, gib, lass wohl an. Wohl an, los, gib her. Her damit. Ja. Das ist immer wieder so eine Sache. Wenn ich sage, her damit, kann es sein, dass ich irgendwas Bestimmtes will, was ich mir ausdenke, oder ich nehme das auch wieder zurück. Du wirst merken, es gibt viele solche kleine Sachen, die hier wichtig sind. Das Memim, da steckt noch wesentlich mehr dahinter. Ja, Ja. ohne Ende. Das Ja. sind die vier Seiten. Es geht bloß, dass mit 16 Seiten, mit Perspektiven, wirst du feststellen, unsere Tasse zum Beispiel, das Beispiel vom Vollholger, der hat so schöne Fotos reingestellt. Ich sage, das wollen wir hier machen. Ich nehme mal eine einzige Tasse, da haben wir immer einen Henkel. Aber jetzt pass auf, den Henkel, da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es geht ja um den Engel. Ja. An den Schenkel denken, an den Engel denken, an den Henkel denken. Okay? Und wir können den Engel, das hast du mal hier lesen, EN. Das ist eine augenblickliche Existenz. Die ist immer am Fließen. Mit einem Kaff hinten dran. Es antwortet dir, es erhört dich. Ja. Das EN-Kaff antwortet dir. Was antwortet dir eigentlich? Jeden Moment, von Moment zu Moment, antwortet dir die Welt. Das ist wie beim Videospiel. Du reagierst auf etwas und du kriegst eine Antwort durch eine Veränderung auf dem Bildschirm. Das Reizauslöser, ja. Okay. Wir können natürlich ein H davor setzen, dass man dieser Hen, jetzt nur der Hen ist eine wahrgenommene augenblickliche Existenz, da haben wir jetzt kein hebräisches Wort, wobei das keine Rolle spielt. Ich sage, du kannst so viele Kombinationen machen, wo in Wörterbüchern noch nicht drin sind. Okay. Ja. Blau lesen. Rot, wenn wir es machen, die Quintessenz ist die Quelle, ist reines Sein. Blau gelesen wird der wahrgenommene Augenblick, der zu existieren anfängt. Wahrgenommene augenblickliche Existenz. Aber was passiert jetzt, wenn ich ein Kaff, ein Henk hin dran setze? Das Kaff heißt ja dein. Dann heißt es dein wahrgenommener augenblickliche Existenz. Schauen wir mal, ob es das gibt. Gibt es nicht. Spielt keine Rolle. Das heißt nämlich hier, Quintessenz ist die Quelle deines Seins. Ja. Ist dabei, die Quintessenz ist die Quelle und ein Kaff alleine ist ja dein Sein. Ja. Gut, und das ist immer eine Zerschlagenheit, Ja. wenn wir das als Existieren setzen. Das ist übrigens das Kurzwort für die Prophetenschriften, da müssen wir jetzt in Denach reingehen. Was mir aber jetzt, und hinten haben wir dann KL. L. Und jetzt kommen wir wieder zu deinen Gedanken. Wenn etwas hochgehoben, das Joch, unseren Sinusdenken, Last, Knechtschaft und so weiter und so weiter. Ja, Und darum das. ist es also hier, die Vielfalt, die hier in dir auftaucht, ist sehr wichtig, um dich heil zu machen. Ich sage immer wieder, was bringt dir das? Ich habe so gesagt, was bringt mir Weinriff, was bringt mir Astrologie? Solange
Du sagst, ich blähe mein Ego damit auf, ich weiß was. Da muss dir klar sein, es ist ein winziger Mikrobaustein von der Weisheit, die sich in dir befindet, weil alles, was du dir ausdeckst, muss ja in dir sein. Und ich sage, geh weg von der Wisserei. Wenn dich die Genau. Zeit nicht interessieren, musst du das gar nicht machen. Ich sage, Ja. es macht dich ja nicht glücklicher. Das Lachen des Es Buddha kriege ich dadurch ist nicht. aber eins, was passiert, wenn du das ganz, ganz bewusst studierst. Ja. Jetzt pass genau auf, was ich dir sage. Es lenkt dich ab. Es lenkt dich ab. Was auch immer ich dir damit zu sagen will. Heimholung. Das ist einmal hier ganz wichtig. Und jetzt haben wir hier so eine Sache, weil wir immer im Alltäglichen haben, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Soll ich rausgehen, soll ich nicht rausgehen? Ich sage doch zuerst einmal, du musst die Seiten durchrastern. Es ist nie die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht, weil das Kategorie 2 ist. Genau. Du sollst der werden, der schaut, ohne zu bewerten. Wie sieht es Ja. aus? Wenn du jetzt rausschaust und sagst, ist das hier ein schöner großer Mond? Schon wenn du sagst, es ist ein schöner Mond, bist du einseitig. Es gibt keinen schönen Mond ohne einen hässlichen Mond. Wenn Und du groß nur sieht's schaust, aus. ohne zu werden, siehst du bloß Mond. Der ist Es so ist aber groß wie. interessant, dass der Mond selber ist dein Leben. Ja. Wieso ist der Mond dein Leben? Jetzt muss ich doch nochmal reingehen. Steckt der Mund Der auch Mond drin, ist ne? deshalb dein Leben. Pass auf, wir machen doch ganz einfach mal das Leben. Okay? Ja. Und jetzt wirst du jetzt erst einmal feststellen, dass das Weiß, ich weiß, das Weib ist, die Das saure war. Milch. Ich hätte mir übrigens gerade beim Handy, hätte ich da einiges, da hättest du auch feststellen können, dass wir in die Richtung kommen. Ja. Weiße Farbe, klären, weiß sein. Das ist also jetzt erst einmal das hebräische Wort für weiß. Ja. Okay? Jetzt ist aber ganz interessant, dass wir mir hier ein Hin dran setzen. Kriegst du den Mond? Da haben wir hin schon wieder unsere ND. Gestalt gewordenes Kreisen wird zu einer existierenden Öffnung. Das Existieren der Öffnung ist eigentlich ein Auf und Ab, wenn wir es eingeben. Haben wir so oft gesagt. Ja, und das Weib hat wieder mit der Mutter zu Das tun. Ganze, pass auf, interessant ist auch der Nimm. Ziegelstein am Dach. Das findest du, das erste Wort findest du extrem krass, wenn wir reingehen beim Bau der Arche Noah. Da steht dann immer wieder, leben werden sie, lebener leben, sie werden Ziegeln. Der Ja. Dachziegel, ich habe so oft gesagt, wenn was ausgedacht ist, kommst du zuerst einmal, das Gack heißt ja eigentlich Flachdach. Im alten Hebräisch hat es noch keine Giebeldächer gegeben. Okay, darum nennt sich auch die Deck, D-Eck, die geöffnete Eckplatte des Räucheraltars. An einer Stelle in der Tora. Okay, das ist auch die Dachter, die Reihe, Asse ist Esse, diese Reihe, die durch dein Tun, dein Machen mehr oder weniger erschaffst. Zum Sein wird, ja. Beim Giebel haben wir ja unsere Ecke. Das Giebeldach. Und das Ja. ist, wenn ich immer sage, das ist eine Grundwelle, denk dir einfach jetzt an Wellenberg im Giebel und da schmeißen sich, wir machen mal das Leben dann nochmal. Das heißt praktisch, wenn ich jetzt unten, das Bild ist ja da, wenn ich ein Dach habe und ich schaue das von der Seite an, sind da kleine Wellen drauf, das sind die Ziegel, die Dachziegel, die ausgedachten Einzelnen, die Oberwellen nenne ich das. Ja. Da müssen wir hin. Das sind die Dachziegel. Darum ist das der Ziegel, auch der Ziegelstein und das heißt dann auch Backstein. Aber interessant, Back, B-Kaff heißt in ihm raumzeitliche Erscheinung ein. Ja, das ist aber im Ziegel ist auch die, meine Geburt ist eigentlich der Geist Gottes. Also ich Ehe muss heißt ja. drumdrehen. Zieh, die Geburt deines Intellekts erzeugt der Augenblick auf eine Welle. Egel. Okay? Der Augenblick auf eine Welle. Und das heißt Kreise ziehen, runden drehen, sich abrunden. Ja. Ha-All ist B. Sind wir wieder bei den Kreisen ziehen, Du ja. kannst auch wie Leb lesen. Das heißt wie das Herz. Herz wieder als Ja. Ares gelesen hast. Erwecktes Wissen. Ja. Das rundet dich ständig ab. Da steht sie übrigens. Da steht bei Weitem, das sind die Egel. Egel. Ziehen, runden, drehen. Du merkst jetzt, du kommst aus dem System nicht raus. Da erwähne ich das immer wieder, Zum du Glück. musst nur das System verstehen. Du musst dir, wenn du nachschaust,
Darum betone ich das nochmal, wenn jetzt die Grundlagen da sind und dir kommen Ideen, dann schaust du die Wörter nach. Das taugt ja dich neu in dir auf, weil das ist ja alles in dir drin. Dann passieren so Sachen, wie wenn wir jetzt einmal bewusst unser Diana oder eine Andrea ausdenken, die da schreiben, die das nur machen und die in eine Reise gehen, die kommen vom Hundertste ins Tausendste, die kommen vom Affen bis Elef. Vom Hundertste ins Tausendste, ins unendlich viele. Und es wird jeder Moment, wenn, egal was du nachschaust, kriegst du plötzlich einen Geist, das passiert, das ist Inspiration. Das ist wie ein Film, das Puzzlestück. Du kannst es alles aneinander legen. Das ist der Heilungsprozess. Wenn die Reife da ist. Wenn sie nicht da ist, musst du was anderes lernen. Da gehen wir jetzt auch ganz kurz drauf ein. Das ist immer wieder, dass ich die Sache mit dem Banker und mit dem Banker. Ich sage, du musst, um frei zu werden, deine jetzige Logik überwinden. Das heißt, du musst zu dem werden, der das wertfrei beobachtet. Kannst du dich schon wertfrei beobachten oder reagierst du noch? Bist du noch ein blindes Arschloch? Das heißt, du musst der werden, der beobachtet, wie du in den Himmel schaust und sagst, es ist ein geiler Mond. Dieser Gedanke ist ja deine Information, die Wertung deines Intellekts, ohne dass du das jetzt verändern willst. In dem Fall wird es dir nicht schwerfallen, weil dir das gar nicht auffällt, weil es relativ neutral ist. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn es dir in den Fingern juckt? Wenn zum Beispiel der Kaiser sagt, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist, du musst zu Hause bleiben. Okay, du bist jetzt das, was man im Aufmüffigen einen Freigeist nennen, der sich nicht an diese blöden weltlichen Gesetze halten will, und du gehst dann raus, verlässt du deine eigentliche Logik nicht. Nee, man müsste Das da habe was ich ja angesprochen. Unlogisches. Der Banker müsste sich einen Anzug anziehen, der im tiefsten Wesenskern ein Aufrührer ist, müsste sich einen Anzug anziehen und sich nach die Gesetze seiner Umwelt, seiner von ihm total als verrückt angesehene Normalität halten. Und der sich an die Normalität hält, der müsste auf die Straße gehen und einen Aufstand machen. Dann würdest du deine eigene Logik verlassen. Verlassen. Das ist und Aber dadurch da du machst du das meinst, du verrückt. bist ein Freigeist und du gehst auf die Straße, bist du immer vollkommen logisch, einseitig logisch. Da kommst du aus dem Gefängnis nicht raus. Aber du wirst jetzt merken, selbst wenn du das jetzt magst, bist du ja immer noch einseitig. Ist ja wieder Kaufmanns Was ist denken. passiert? Du nimmst jetzt ganz bewusst die andere Seite dazu. Ich sage, es ist ein Gedankenspiel. Du musst nicht einmal auf die Straße gehen, Genau. sondern du musst dir bewusst machen, ich muss die andere Seite innerlich akzeptieren. Ich muss das als Brösel nicht ausleben. Thomas Ich Evangelium, muss ne? auf der anderen Seite, wenn Dann sind ich wir jetzt frei. mich an die Gesetze halte, innerlich zumindest gedanklich die Gesetze brechen. Das ist das, was ich sagen wollte. Genau. Und ich muss innerlich nach außen gehen, ohne dass ich jetzt unbedingt mir da irgendwas beweisen muss. Gibt Genau, es man sieht. Kaisers, was des Kaisers ist? Und erst wenn für mich beides vollkommen gleichwertig ist, wertfrei betrachtet wird, habe ich mich erhoben. Und für den, der sich erhebt, stellt sich die Frage nicht, was mache ich? Ein träumender Geist muss sich nicht die Frage stellen, was denke ich als nächstes? Er muss bloß schauen, was jetzt in ihm auftaucht. Die Fragezeichen lösen sich auf. Das ist zum Beispiel der Zustand, wo ich gesagt habe, setz dich hin und denke mal ganz bewusst nacheinander, nacheinander, ruhend, ein anderer, 30 Wörter. Und stell dir dann zu jedem Wort für 2, 3 Sekunden das bildlich vor. Dieses Beispiel sehr, sehr tief. Und du wirst dann feststellen, dass du dir nicht raussuchen kannst, was als nächstes Wort in dir auftaucht. Die Frage, was kommt als nächstes, beantwortet sich von selber. Schau doch einfach, was auftaucht. Das ist das Bequeme, wenn du ein bewusster Geist bist, lässt du dich eigentlich bloß von deinem tiefsten Inneren bespaßen. Überraschen. Nenn es, wie du es willst. Aber jetzt ist es wie mit der Nahrung. Du musst dich vielfältig ernähren. Du willst nicht bloß schöne Bilder mehr haben, weil schön und nicht schön ist für dich kein Thema mehr. Wenn du in dem Bereich es ist, und das, was ist, dazu gehört auch deine Bewertung mit deinem einseitigen Intellekt. Du musst dir bewusst machen, wie du einseitig werdest. Du sollst deine einseitigen Wertungen nicht einmal kritisieren, sondern durch dieses Spiel, wo ich gerade gesagt habe, die Positionen gedanklich zu ändern, bewusst zuzulassen. Einfach als Gedanke, es ist ja eh bloß alles ein Gedanken. Letzten Endes. Denken ist danken. Geistreich denken hast für jeden neuen Moment Danke sagen.
Danke sagen, ja. Die Betonung liegt auf den neuen Moment. Das ist Du erlebst Demut. keine neuen Momente. Ich habe immer wieder gesagt, solange du mit einem logischen System arbeitest, kann zwar sehr viel auftauchen, das du oberflächlich betrachtet noch nie gesehen hast. Mein Beispiel, du gehst spazieren irgendwo im Urlaub, dann siehst du von Augenblick zu Augenblick Bilder, die du noch nie gesehen hast, wenn du da noch nicht warst. Aber es ist überhaupt nichts Neues. Ob du Häuser anschaust, es sind Häuser, es sind Straßen, die zwar anders aussehen, wie du sie kennst, aber trotzdem Häuser sind. Du siehst Menschen, Brockennasenaffen, die du noch nie gesehen hast, die aber komischerweise jeder für sich anders aussieht. Du kannst sagen, den habe ich ja noch nie gesehen. Aber was du siehst, ist ein Kopf mit zwei Augen, mit einer Nase in der Mitte, mit einem Mund. Es ist nur oberflächlich neu. Mit Holofeeling passiert was, dass der tiefere Kern vollkommen neu wird. Er wird neoneu. Ich liebe das ist der Wort Unterschied. Holofeeling ändert das Betrieb. Bitte? Ich liebe das Wort Arrangement von Pixeln. Das ist genau das, das was... Das ist einfach nur eine neue Einstellung. Das heißt, dieses vollkommen Neue muss dir darum unlogisch erscheinen. Und du kommst da erst, wenn du zuerst einmal dich für die Unlogik, für die Kehrseite interessierst. Das Thema ist mein Hauptthema. Das ist das, wo du dich darauf konzentrieren kannst. Wenn das mit den Worten angeht, das hängt von deiner Reife ab. Aber das Problem stellt sich für dich nicht, wenn du jetzt neugierig weißt. Das ist wie, wenn du einem Sechsjährigen irgendwas von körperlicher Sexualität erzählst, selbst wenn das in den Köpfen drin ist, es kann er nicht anfassen. Kein Thema. Noch kein Thema. Es kommt, wenn die Reife da ist. Du bist der Erste, der es mitkriegt, wenn du in die Pubertät kommst, wenn das umkippt. Und dasselbe passiert, wenn du dann These, Pubertät, Antithese, Wechseljahre, Wechsel. Jetzt kommt ein wirklicher Wechsel von dem Schlaf in einen bewussten Schlaf. Mhm. Aber dazu muss ich dann eine Synthese rechtfertigen, und zwar die Synthese, mein ganzes Leben muss zu einem Chat werden. Genau. Und Chatdenken ist, dass du was verstanden hast. Das ist das Beispiel, kannst du lesen, sagst du ja. Mhm. Da ist keine Schwierigkeit, da ist kein Wissen. In dem Chat ist es Wissen, weil das verstanden ist, wenn du lesen kannst. Zumindest das Deutsch. Wir können uns ja ein bisschen mit Sanskrit und Chinesisch auseinandersetzen. Jetzt tun wir ja bloß uns mit Hebräisch auseinandersetzen, was ja noch sehr, sehr, sehr einfach ist. Ein ganz simples System. Würde man das jetzt im Sanskrit machen, wäre das noch tausendmal komplexer. Ja. Aber das ist nicht besser. Es löst nur feiner auf. Mhm. Feinere Auflösung, genau. Eine feinere Auflösung, weil wir mehr Zeichen haben. Aber die Zeichen bauen letzten Endes auf diesen einfachen 22 Zeichen auf. Mhm. So, das glaube ich, lassen wir jetzt gut sein. Ja, sehr, sehr wichtig, dieser Wechsel, auch wenn ich jetzt hier in dem Beispiel, dem Nachschlag, wo ich dann gegeben habe, dass ich immer wieder sage, von der Eins ausgehen, Beginn einer Erweckungsprozess, das dann mal, dass du dir was ausdenkst. Genau. Aber das, was du dir ausdenkst, ist eine Welle. Das ist das erste Minus, das Abtrennen von einem Plus und einem Minus. Darum sage ich, der Heilige Geist denkt sich den Wellenberg und das Wellental aus, aber eigentlich beides gleichzeitig. Das ist ab, das Aufblühen. Vater heißt ja auch Aufblühen. Ab, AB, aus 1 wird 2. Und das wird zu einer Bolan-Existenz. Und wenn wir das übereinander schieben, dieses Ab und das Ben übereinander schieben, wir machen ein Ben draus. Du kriegst ABN und das ist jetzt der Stein. Also dieses Minus kannst du ja auch, das ist ja auch das Kacken. Man kann ja auch sagen, qua. Kennen. Das heißt, das ist das Wie-Wort, eigentlich das Fragewort. Hast du die Affinität? Darum ist das Joch, das du hochhebst, 70-30. Zusammengezählt gibt 100. Ist die Affinität. Ja. Das ist jetzt das Schöne. Ich habe oft darauf hingewiesen, dass jetzt, wenn du Buchstaben zahlentechnisch zusammenzählst, immer einen höheren Wert kriegst. Das ist auch hier zum Beispiel, Mem gibt es ja zwei Schreibweisen. Im Klassischen schreibt man das Mem, J, Mem, ist Mem, Mem als Zeichen ausgeschrieben, als Wollenwert. Es gibt aber auch hier, dass man das nur mit zwei Mem schreibt. Das ist, wenn man hier den verborgenen Wert oder so ausrechnet, dass da oft viele Zahlen steht, weil einige Buchstaben im Hebräischen verschiedene Schreibweisen haben. Das Waff zum Beispiel, der Buchstabe Waff ausgeschrieben, gibt manche, die machen nur Waff, Waff. Okay, manche schieben dann noch was dazwischen. Das ist wie mit den Wegen im Sephirotbaum, wo ich immer kurz angesprochen habe. Das ist da auch, Rosenkreuzer machen ein anderes System wie die alten Kabbalisten unten. Ja. Die unteren Wege. Aber da können wir uns noch ganz andere Wegeinteilungen auch noch denken. Das spielt keine Rolle.
Darum gibt es auch in der Astrologie so viele unterschiedliche Schulen. Es ist im Christentum gibt es so viele unterschiedliche Lehren. Das ist es zerdenken, es zerspringt immer mehr in eine Vielheit und ich führe dich wieder zurück in diese Einheit, heim. Du letztendlich selbst bist. Ein einfacher Satz, was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst, für alles, was du erlebst, der es erlebt. Stimmt Richtig. oder stimmt? Er ist hundertprozentig sicher, ja. Das ist hundertprozentig sicher. Aber wer ist es? Ist das ein Gedanke von dir? Erlebt irgendein Gedanke? Wenn du an dich denkst, erlebt dieser Gedanke das, was du erlebst? Ja. Ja, und das ist eigentlich schon der hundertprozentig sichere Beweis. Ich sage, es ist, kannst hundertprozentig sicher überprüfen, dass du ewig bist. Vor was hast du dann eigentlich Angst? Mach dir darüber mal eigene Gedanken. Und sobald du dir wieder darüber eigene Gedanken machst, wirst du schon wieder Gedanken werden, auf die vergänglich sind. Jetzt lassen wir es gut sein. Tschüss. Ciao.